Wir könnten uns damit mal kurz wieder beschäftigen. Gucken wir mal kurz wieder nach. Was können wir hier machen? Feuerpfeil oder Telekinese? Hier kommen wir halt zum Feuermagier werden und hier so zum Zauberer, Heiler. Und hier haben wir sowas mit Schleichen. So. Ja genau, das ist cool. Ihr spürt automatisch geheime Gegenstände auf, wenn ihr euch nicht bewegt. Das ist cool. Weil es gibt häufig versteckte Objekte und sehr viele Easter Eggs und damit kann man sehr viele versteckte Objekte aufdecken. Deswegen lerne ich das. Ausdauer, ja, erhöht Rennen und länger unter Wasser zu bleiben, ist praktisch auf jeden Fall. Ich glaube, muss auch jetzt noch nicht sein. Was können wir uns denn hier lernen? Entwaffnen. Ihr könnt einen Feind entwaffnen, Kraftstreich aus dem Arm eines benommenen Gegners. Ja, ihr könnt jeden Schild benutzen, um Angriffe wie Pfeile oder Feuerpfeile zu parieren. Auch nett. Und hier können wir Feuerpfeile. Kommen wir lernen Feuer. Ausdauer. Und hier, wenn wir nächstes Mal Level up sind, lernen wir da einen Punkt. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier noch ein Feuer bekommen. Zwei. Jetzt haben wir so eine Feuerhand. Und mit der können wir... Ich verschwende mal kurz Mana. Können wir so schießen und die können wir sogar lenken. Hoppla, hab nochmal gedrückt. Naja, auf jeden Fall geht das so. Muss ich. Ach ja, ich habe ja noch kein Schwert. Ja, dann laufen wir jetzt so rum. Ich habe noch kein Schwert. Na, erzähl mal was. Aus euch könnte noch was werden. Ja. Okay, dann gehen wir weiter runter. Taps, taps, taps. Hallo. Ihr haltet euch wacker im Kampf. Trinkt ihr ein Bier mit uns in der goldenen Naht? Ja. Da ist wieder ein Buch. Wieso kann ich das Buch nicht lesen? Doch jetzt. Das ist der Raum von Aschern. Ein Buch über die Schwächen der Kreaturen Aschern. Doppelklicken, um zu lesen. Einmal kurz auf die Uhr gucken, gut. Unsere jüngsten Untersuchungen der Fauna von Aschern gibt uns einen guten Überblick über die Schwächen der einzelnen Kreaturen. Zum Beispiel sind Kreaturen mit Dämonenblut, wie die Orks oder die Goblins von Natur aus eher resistent gegen Feuer, während die meisten einfachen Kreaturen wie Spinnen sehr anfällig gegen Feuer sind und es daher meiden. Blitze sind aber auch für Orks und Goblins so gefährlich wie für alle anderen. Und Todes wiederum sind etwas anders. Da sie keinen Begriff von Furcht oder Verletzung haben, sind sie schwer zu besiegen. Doch ein glücklicher Abenteuer könnte gesegnete Waffen finden, die aus Drachensubstanz gefertigt wurden und dieser Kreatur großen Schaden zufügen. Also, wir wissen jetzt zum Beispiel, Blitz ist gegen alle stark und Feuer nur gegen Spinnen und Menschen. Naja, das können wir jetzt auf jeden Fall wieder auf den Tisch schmeißen. Das können wir wieder auf den Tisch schmeißen. Oder daneben. Eine Mahlzeit. Heiltrank. Ein Besen. Ach ja, das Symbol da oben zeigt, dass da ein Ausgang ist. Aber wir könnten zum Beispiel den Besen gegen den Typen schmeißen und ihm damit Schaden zufügen. Aber das machen wir nicht. Da das negativ auffällt. Und wir können hier zumachen. Guck mal, ich habe völlig zugemacht, ist doch gut. Egal, wir gehen jetzt weiter. Erstmal schön öffnen. Na gut, nicht hoch genug. Okay, super. Jetzt sind wir im Ladebildschirm. Wow, steht ja auch. Aber ist ungefähr wie in Half-Life, also in der Source Engine. Dass man, nicht wie jetzt hier, aber dass man in manchen Abschnitten da in so einen Ladebereich reinläuft und dann da weiterlädt. Also das dann so lädt. Wir haben hier einen verletzten Soldaten und noch einen. Und wir haben hier einen Soldaten, der vorne vorgekniet. So, jetzt haben wir einen Holzstab und einen Pfeil. Der macht einen Schaden. Stäbe sind Trägerwaffen, die nicht viel Schaden ausrichten, aber perfekt geeignet, um gegen eine Rudel Feinde zu kämpfen, da sie die Getroffenen leicht betäubt oder niederschlagen können.
und Bogenschaden. Jetzt können wir zum Beispiel 4 drücken und haben jetzt den Bogen in der Hand. Und mit 5, also mit 5. Ach, ich drücke ihn noch. Ich tue ihn aus der Minute weg. Mit 5 holen wir den Dings raus. Den Stab. Wir könnten jetzt theoretisch den Typen raustreten. Aber das machen wir nicht, weil erstens ist es eine schlechte Gesinnung und zweitens, der würde uns angreifen. Hoppala, hab mich aus Versehen geheilt. Muss mal kurz anpassen. Tun wir irgendwo anders hin, weil brauche ich gerade nicht. So, ich hole den Bogen raus, weil Bogen mag ich. Und hier haben wir noch ein Schild. Kurzschwert. Nahkampfschaden 2. Guck mal, jetzt brauchen wir den Stab gar nicht mehr. Und jetzt machen wir zum Beispiel 2. Und jetzt können wir den Schild immer noch nicht tragen. Also tue ich ihn nach unten. So. Jetzt haben wir auch noch ein Schwert. Jetzt haben wir auch noch Dolche. Dolche sind, ja, Assassinenwaffen. Also, weil wir uns von hinten anschleichen. Also, so mit Alt zum Beispiel rangehen und dann. So, zuschlagen können wir den meucheln. Wieder eine Mahlzeit und ein Teller. Und wir schmeißen den raus und nicht gerade weit geworfen. Aber ihr seht schon, man kann hier sogar die Gabel nehmen. Kann man was lesen? Ja. Naja, erstmal wieder ein Schwert rausholen und weitergehen. Das bezweifle ich. Ghule können nicht gut schwimmen. Was machen wir mit den Leichen, wenn sie den Nekromanten in die Hände fallen? Vielleicht müssen wir die Nekropolis öffnen. Nette Antwort. Das war's auch schon. Zum letzten Mal in der Stadt gibt es keine Nekromanten. Sie haben euch also auch getäuscht, wie ich sehe. Aber mich können sie nicht täuschen. Und ich sage euch, die Straßen sind nicht sicher. In der Stadt könnte es von Spionen der Nekromanten wimmeln. War dieser Parasit Arant hier bei Ihnen? Habt ihr ihn gesehen? Ach, um der Drachen willen. Ihr seht, glaube ich, warum ich das Spiel liebe. Es lebt einfach so von alleine. Man muss nicht mal. Man muss nicht mal richtig was machen. Es lebt. Daumen leuchtet. Daumen ist ein Schwert. Ist mir vorher nicht mal aufgefallen. Das Spiel lebt einfach so vor sich hin. Wir könnten jetzt da reingehen oder hinten reingehen, aber vor den Wachen ist es natürlich blöd. Ach, hier unten ist genau. So eine Bar. Sie verkaufen hier offenbar nicht nur Bier. Brot? Wie ich sehe, ist das Bier besonders stark hier. Du da, raus aus der Küche! Okay. Guck mal, wir haben ein Brot, noch eine Mahlzeit. Krüge, die wir durch die Gegend schmeißen können. Teller. Also ist hier so lebhaft. Hier haben wir eine Trainingpuppe. Ich habe die Trainingpuppe abgeschnitten. Also hier lebt das Spiel regelrecht, wie ich schon sagte. Redest du mit mir? Verschwindet hier! Ihr habt hier nichts zu suchen! Okay. Flasche mit Bärensaft. Bärensaft ist auch also eine Mahlzeit. Gut. Ich hab nichts geklaut. Ich hab nur geguckt. Gehen wir wieder hoch. Da gehen wieder Wachen rum. Da geht eine Wache rum. Ja. Oh, da hinten ist eine Kiste, die man kaputt machen kann. Ui. Mahlzeiten. Hallo. Kuchen. Oh, 20 Mahlzeiten erreicht. Liegt da gerade einer? Was machst du? Warum läufst du? Hä? Willst du es mir nicht sagen? Okay.
Hm? Willst du mir nichts sagen? Okay. Die Wache ist vorbei. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht ins Haus rein. Nein, ich wollte doch zur Waffe. Na gut, dann gehe ich halt weiter. Ah, ihr seht schon, das Spiel lebt einfach. Das mag ich an dem Spiel. Und da müssen wir hin. Deswegen gehen wir anders lang. Das ist nämlich unser Ziel und da möchte ich deswegen noch nicht hin. Dann gehen wir mal hier runter. Hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir halt hier lang. Und gucken mal, was hier ist. Ach ja. Hallo, gute Frau. Das Blut auswaschen, das Blut auswaschen. Kümmere dich nicht um sie, Saret. Sie ist unwichtig. Was kann ich denn für sie tun? Okay. Ach, ist weg. Weil ich das jedes Mal mache. Eins dieser Ölfässer ist runtergefallen. Warte, ich kann die Frau doch da reinschmeißen. Ich nichts gesehen haben. Zeig dich! Ich wirklich nichts gesehen haben. Auf Wiedersehen. Ihr habt jemanden gesehen, der jemanden gemordet hat? Da oben ist wieder jemand. Hallo. Was haben wir hier? Irgendwas mit Taschen. Gucken wir uns mal hier um. Vielleicht finden wir was Cooles. Ah, hier ist ein Gang noch draußen. Aha. Okay. Lalala, ich habe auf jeden Fall keine Frau ermordet. Ein Heiltrank. Aha, eine Schriftrolle des Einfrierens. Sehr praktisch. Ich habe so einen kostenlosen Einfrierzauber. Ein Mana-Trank. Ich mag das Spiel einfach allein schon dafür, wie es lebt. Das heißt, wir können jetzt hier raus. Was machst du da, Typ? Weißt du, was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt? Das große hier muss Menelag gehören. Ja. Ich hoffe, er wurde nicht vor der Mauer erwischt. Hallo. Verzeihung. Oh, ihr müsst der Gesandte sein. Seid unser Gast. Bis dann, Garth. In Ordnung. Ich bin im Auftrag Meister Fenrichs hier, um den Zauberer Lord Menelag zu sprechen. Ihr müsst Saret sein. Ich habe mir schon Sorgen um euch gemacht, wenn auch grundlos. Mein Onkel sagt, ihr hättet geholfen, einen Zyklop zu töten. Oh, Verzeihung. Ich bin Lyanna, Menelags Nichte und Schülerin. Nichte? Schülerin? Mein Onkel wird so erfreut sein, euch zu sehen. Aber ihr werdet euch vor dem Abendessen frisch machen wollen. Bitte folgt mir. Mit Freuden. Ich meine, ja, ausgezeichnet. Wachen! Bitte öffnet das Fallgatter! Ja, Milady. Wir hatten ein Fest zu euren Ehren vorbereitet. Ja. Aber seht ihr, warum ich das Spiel mag? Allein schon, also, das Spiel nimmt eigentlich schon sozusagen die... Ja, ich gehe aber kurz hier noch einmal kurz ein, steig noch mal kurz rein. Nee, aber das Spiel nimmt die Witze weg sozusagen eigentlich. Wir haben wirklich nicht viel Zeit, Saret.
Ja, einen Lebenstank gefunden. Nichts Interessantes hier. Schade. Naja. Vorsichtig, einen Schritt zu viel und wir krachen wieder auf den Boden. So, gut. Sicher angekommen. Ich versichere euch, ihr seid hier vollkommen sicher. Ja, wenn ich die Leiter nehmen kann, danke. Glaube ich euch das. Ah, ich hasse die, das Leitersteigen. Hoch ist in Ordnung, runter ist immer komisch. Weil man drückt dann vorwärts, um runter zu gehen, aber ach egal. Hallo. Willkommen im Haus von Manila. Hey, vielen Dank. Also ihr seid Zareth. Gut euch zu sehen, Junge. Angesichts der Nekromanten vor der Stadt, passt auf damit, war ich schon besorgt. Ihr habt, glaube ich, den Chantiri-Kristall. Natürlich habt ihr ihn. Gut, ich nehme ihn besser in sichere Verwahrung. Morgen segeln wir mit ihm, Vorsicht mit der Suppe da, zur Tempelinsel, dem Aufbewahrungsort des Schädels der Schatten. Soll Arant hier seine Truppen gegen die Mauern werfen, wir sind fort und besiegeln sein Schicksal. Nehmt Arant hier nicht so leicht, Onkel. Es gibt Gerüchte, er sei der dunkle Messias. Ach, dummes Zeug, Mädchen. Wir drei wissen das besser. Aber die Zeit ist richtig für die Prophezeiung. Ich kümmere mich um staubige alte Prophezeiungen. Du kümmerst dich um die Reise. Du hast schließlich die Leitung. Natürlich, Onkel. Gute Nacht. Auch für euch, Zareth. Bitte sag mir nicht, dass du dieses Verhalten süß findest. Hört zu, Junge. Ich weiß, warum ihr wirklich hier seid, aber Leana nicht. Und so soll es bleiben. Fenrix Angelegenheiten berühren sie nicht. Verstanden? Wovon redet ihr? Vielleicht wisst ihr es nicht. Und das ist wohl auch gut so. Die Diener werden euch das Gästehaus zeigen. Schlaft ein wenig, Held. Wir segeln mit der Morgenflut. Kapitel 2. Das Funkeln eines kalten Meeres. Schön. Ja, jetzt sind wir endlich bei Menelak angekommen. Wacht auf! Das Haus wird angegriffen! Überall sind Nekromanten! Überall sind Nekromanten? Dem Meister gut geht. Versteckt euch! Ja, werde ich machen. Ist gleich aufgefallen, dass der Teppich so schön texturiert ist. Es gibt keinen Fluchtweg! Wir sitzen in der Falle! Hey, du! Stirb! Du bist ein Mord. Mein Gott. Ich könnte ja noch nicht mal das Fenster öffnen. Bestiarum von Aschan. Ach ja, ganz viele Dinge gibt es doppelt. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Dann gucken wir mal. Bestiarum von Aschan. Ja, das ist wieder das, was wir kennen. Und wir könnten ein bisschen Heilung vertragen. So. Da unten sind jetzt die Gegner. Was ist mit dir, Großer? Willst du auch mal mein Schwert kosten? Nein, wollte er nicht. So, gucken wir mal nach. Noch eine Mahlzeit. Wir tun jetzt hier 2 Punkte rein in Schießkunst. Eben haben wir halt das Ransum ermöglicht und jetzt bei Schüssen zielgenauer zu machen, denn wir werden uns jetzt gleich oben auf den Balkon stellen. Und von dort aus, ja, auf die Gegner schießen. Aber vorher möchte ich die Tür gerne verbarrikadieren, sozusagen ein bisschen. Es verbuggen. Um genauer zu sein. So, wir haben es genug verbuggt.
Wer hat das Fenster wieder zugemacht? Oder habe ich das zugemacht? Na, jetzt nehmen wir den Bogen. Und jetzt können wir mit der rechten Maustaste ranzoomen. Und ich möchte gerne... Genau. So. Wir werden den Pfeiler kaputt schießen. Okay. Du fällst wieder aus dem Fenster raus. So ist einfach die Taktik, die ich immer gefahren bin. Oder treten die Treppe wieder runter. Die ist immer auch gut. Jetzt ist er verletzt. Klatsch. So einfach fährt man dies, wenn man taktisch vorgeht. Oh, ah. Oha. Das Fenster schließt sich ja wirklich von selbst. Du wirst dich nicht lange verstecken können. Hey. Hey, du. Aua. Aua. Schnell wieder hoch. Hihi. Und den schießen wir mit dem Bogen ab. Hihi. Sozusagen eine Power-Attacke mit dem Bogen gefahren. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass hinter mir noch einer stand. Aber egal, wir haben es hingekriegt. Wir sind... Du wirst es nicht schaffen. Ich habe außerdem vergessen, so zu machen. So. Fertig. Das kann man nicht so gut wegschmieren, wollte ich schon sagen, wegwischen. Was auch cool ist, man kann sich hier so in Türen verstecken, in zu Klos verstecken. Ich glaube, ich werde unten in die Beschreibung ein Video von Zulu tun. Wo er sich vor Ghoulen in so ein Klo versteckt hat. Vergesst nicht, dass ihr Stützen zerbrechen könnt. Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe es mit einem Pfeil kaputt gemacht. So. Mana-Trank. Was haben wir hier bekommen? Heiltrank. Ja, habe ich auch schon gemacht. Spiel. Ich habe das alles schon gemacht. War besser, als du es wolltest. So. Können wir den noch... Abgeschlossen. Eine Überraschung. Steinhelm hat eine Diebesgilde. Ja. Guck mich kurz hier ein bisschen um. Ach ja, man denkt, da kann man drüber, aber da kann man nicht drüber. Habe ich schon ausprobiert. Ach nee, hier sind wir schon zu weit. Genau, ja. Wie verborgen ihr seid. Harter Spiel habe ich schon erzählt, Spiel. Aber... konnte hier noch was machen. Man konnte es noch irgendwie drehen und irgendwas hat es hervorgerufen. Warum konnte man das nochmal drehen? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Oder die das wirklich nur zum Erschlagen. Egal. Ich gehe jetzt weiter. Oder? Wie spät haben wir es? Ich möchte das Video noch rendern. Ja genau, dann machen wir hier jetzt einen Schnitt. Ich begebe mich noch hier vorne in Deckung. Hier schön in den Schatten. Mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Darkness, Fire, Might and Magic. Genau an diesem Punkt. Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Bis dann. Tschüss.